Am frühen Dienstagmorgen hat sich auf dem Rostocker Werftdreieck ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lastwagen ereignet. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden 4 Menschen verletzt. Es kam zu einem großen Verkehrschaos im morgendlichen Berufsverkehr. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 6.20 Uhr zu dem Zusammenstoß. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines Lkw, der auf seinem Anhänger Glasscheiben transportierte, vom Kapuzenhof in Richtung Maßmannstraße unterwegs. Offenbar wollte er am Werftdreieck bei gelbem Licht noch schnell die Ampel überqueren, musste dann aber aufgrund eines Staus anhalten. Sein Anhänger kam dabei direkt auf den Gleisen an der Haltestelle Maßmannstraße zum Stehen. Die Straßenbahnfahrerin begann trotzdem ihre Fahrt aus der Haltestelle in Richtung Doberaner Platz und stieß dabei mit dem Anhänger zusammen. Dieser bohrte sich beim Zusammenprall in die Fahrerkabine. Die Straßenbahnfahrerin wurde nach dem Unfall eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Sie und 2 Insassen in der Bahn wurden verletzt, einer der Fahrgäste sogar schwer. Auch der Lkw-Fahrer erlitt Verletzungen, alle 4 kamen in ein Krankenhaus. Rund um die Unfallstelle gab es nach der Kollision lange Staus im Berufsverkehr. Ein DEKRA-Sachverständiger wurde eingeschaltet, um die Unfallursache zu klären. Der Schaden an der Bahn liegt ersten Schätzungen zufolge im 6-stelligen Bereich.